Look at you! Breezy is here! Klein, oder hier? Ja. Klima ist Weltklasse. Klima ist Bremen. Muss ich ja mit Langarm spielen. Guten Tag, liebe BVB-Fans und willkommen zum nächsten BVB-Vlog. Wir sind aktuell in Las Vegas auf der USA-Tour. Heute haben wir das Freundschaftsspiel gegen Manchester United. was habe ich jetzt gerade gesagt? Herzlich willkommen zum neuen BVB-Vlog. Ich nehme euch heute wieder mit hier im Legion Stadium. 10.36 Uhr, die Mannschaft kommt gleich an. Wir haben gleich Training und ja, ich nehme euch jetzt mit hinter die Kulissen. So, auch unsere Jungs sind nochmal kurz durch den Sicherheitscheck. Das ist hier sehr üblich in Amerika. Papa! Es geht. Alles gut? So, wir laufen mal mit Papa messen mit in die Kabine. Papa, hast du wieder Nacken trainiert? Bitte? Hast du wieder Nacken trainiert? Stier. Oder auch einfach nur, dass wir keine krassen Klamotten haben. Hey, das geht. Hey, warum machst du so? Wie geht's? Hey. Salut, bonjour. Ça va? Ça va, merci. You are the DJ, right? Ja. The life man, the DJ. Die Kabine ist relativ weit, man muss schon so seine 5-6 Minuten laufen bis dahin. Klein, oder hier? Ja. Ganz anders in Amerika, oder? Ich bin kleiner als in Deutschland. So, Jungs, wir lassen jetzt mal in Ruhe hier warm machen und dann sehen wir uns dann draußen wieder. Klima ist Weltklasse, Klima ist Bremen. Muss ich ja mit Langarm spielen. Ne? Also ich muss sagen, das hat schon hier ein bisschen gerade so Champions League Vibes, wenn man die Anreise hatte, wenn man nochmal im Stadion trainieren darf. Diese Ruhe, diese Atmosphäre, es ist schon überragend. Und er läuft seine Bahn. Sorry. Training ist beendet, wir fahren zurück ins Hotel und dann sehen wir uns heute Abend wieder hier zum Freundschaftsspiel gegen Manchester United, dann mit Fans. Bis später. So Leute, es ist jetzt 16 Uhr und in 2 Stunden ist Anstoß. Als erstes, was wir machen werden, wir gehen einmal in die Umkleidekabine. Frank hat hier schon alles vorbereitet. Die Spieler werden alle nachher hier sitzen. Und wie ihr es auch natürlich mitbekommen habt, während der US-Tour wurde Emre Can zum neuen Kapitän gewählt hier von Borussia Dortmund. Und ja, so sieht es hier in der Kabine aus. Sehr, sehr groß, weil wir ja hier bei den Raiders sind. Übrigens unseren Neuzugang. Und ja, so ein Football-Team hat natürlich mehrere Menschen. Hier werden sich die Spieler nachher dann warm machen. Hier geht es dann weiter, wo dann Physios und so etc. sind. Hier geht es weiter zu den Facilities. Und das ist nochmal quasi spiegelverkehrt. Das gehört hier uns auch nochmal. Und von hier aus laufen wir mal aufs Feld. Bam. Gefühlt 5 Minuten später, wenn man diese Halle entlang gelaufen ist, kommen wir zum Feld. Und der Stadion-Einlass ist jetzt auch sofort. Hier seht ihr schon die ersten Fans, die hier reinschauen, reinkommen. So Leute, wir sind jetzt einmal hier in der Umlaufebene. Hier könnt ihr euch Getränke holen, was zu essen. Ehrlich gesagt sieht es hier wie im Kino aus, als würde man sich da Popcorn holen. Hier auf der Gegenseite, Wall of Fame. Wir sind oben angelangt. Jetzt nochmal für euch eine ganz andere Sicht. Geisteskrank. Geisteskrank. Also ich glaube, das kommt gar nicht so rüber über die Kamera, aber trotzdem, es ist schon sehr, sehr geil. Und hier
geht's dann weiter. So, Busankunft. Unsere Spieler sind da. Auch hier heißt es jetzt für mich erstmal Abstand halten. Lass die Jungs mal ankommen. Lass sie konzentriert bleiben. Seit der US-Tour unser zweiter Kapitän. Jen, komm zu uns rüber. Look at you! Breezy is here! Breezy! How are you? Good, bro. You good, bro? Good to see you. Lying, man. You're good. Ohne Witz, Leute, ich hab so grad hardcore Gänsehaut. Also man merkt dann halt schon, dass man einige Zeit miteinander verbracht hat. Also man hat schon doch einiges miteinander erlebt. Auch hier, Leute, trifft Sepp einfach alte Bekannte hier in Las Vegas. Haben sich warm gemacht, jetzt geht's zurück und dann geht's zum Angriff. Sabi in der Start. Hier ist 3-2 gewonnen oder 2-3 gewonnen gegen Manchester United in unserem zweiten Freundschaftsspiel. So kann es doch weitergehen. Wir spielen nämlich noch die nächsten Tage jetzt noch gegen Chelsea in Chicago. Aber das ist erstmal egal, Leute. Da reden wir später drüber. Wir genießen erstmal die ganze Runde hier und ja, nehmen die Atmosphäre erstmal mit. Thank you.
Aber überhaupt, ey, dafür spielst du so ein krasses Stadion in den USA, die schon so lange. Alles soll wieder rennen? Neuere, ja. Hier ist auch nochmal. Meine Lieben, ich würde ja mit diesen Bildern den Vlog hier beenden. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr natürlich ein Like da lassen. Abonniert unseren YouTube-Kanal. Vielen lieben Dank, dass ihr das Video bis zum Ende angeschaut habt. Und ja, in diesem Sinne, der BVB.